Ich hatte gestern ein richtiger Gefühlschaos in mir. Danach habe ich aber direkt an all unsere schönen Momente gedacht. Und das hat mir auch Kraft gegeben. Ich kann dir sagen, dass ich sehr, sehr starke Gefühle habe. So stark, dass ich die ganze Zeit an dich denken muss. Und dass ich mir nicht vorstellen kann, dich nicht an meiner Seite zu haben. Mein Abenteuer hier im Paradies begann eigentlich erst, als ich dir in die Augen schauen konnte. Und ich muss zugeben, am Anfang habe ich dich ganz anders eingeschätzt. Doch lernte schnell, dass hinter dieser starken, sexy Frau auch ein süßes, sensibles Mädchen war. Und genau das schätze ich an dir. Ich bin ein sehr bedachter Mensch, der sich wirklich schwer tut, Leute an sich zu lassen. Deswegen finde ich es wirklich krass, dass du es geschafft hast, durchzudringen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich verliebt bin, leider. Ich wünschte, ich wär's. Also bevorzugst du das Geld, um mich weiter kennenzulernen? Nein, darum ging es mir gar nicht. Naja, das ist die Entscheidung, die du getroffen hast. Du hast dich heute dafür entschieden, 10.000 Euro zu nehmen, als mich weiter in Deutschland kennenzulernen. Ich habe den Ring jetzt nicht genommen, weil ich verliebt bin, sondern weil ich an unsere Liebe glaube. Und es war mir viel wichtiger, uns eine Chance zu geben draußen. Aber diese Chance, dagegen hast du dich ja gerade entschieden. Ich habe nicht wegen des Geldes gehandelt. Du hast dir vorgestellt, dass du jetzt das Geld nimmst und wir uns in Deutschland noch weiter treffen. Oder? Ich hab's mir so vorgestellt. Du hast mit meiner Mutter gesprochen, hast sie gesagt, wie ernst du das alles meinst. Ich mein's auch ernst. Sehe ich. Ja, ich fühle mich gerade wie der letzte Spacko. Tut mir leid. Kein Problem. Chaos, Wut, Scham, keine Ahnung, alles ein wilder Mix, fühle mich gar nicht gut. Nee, gar nicht. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Can you hear me scream? Ich muss sagen, ich fühle mich nicht verletzt. Und ich glaube, dass ich einfach bewiesen habe, was ich für eine starke Frau ich bin, dass mir Geld nicht wichtig ist und dass ich meinen Weg gehe, egal was kommt. Und also, wenn ich David wäre, wäre ich enttäuscht von mir. Das ist grad scheiße. Boah. Mmh. Das ist auch so leid. Boah.